Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade dabei, unseren Garten ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Meine Schwester hat hier schon angefangen mit Blümchen und Co. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es endlich um unseren Pool. Hier ist er. Ich habe ihn euch schon gezeigt, als er angekommen ist. Ich werde euch nach und nach in dem Video immer mal wieder ein paar Eckdaten geben, was der alles kann, wieso, weshalb wir uns für diesen hier entschieden haben. Diesen hier gibt es auf jeden Fall bei Mi Weber ganz exklusiv. Ich werde euch auch alles in die Infobox verlinken. Wir haben uns jetzt hier für einen aufblasbaren Whirlpool entschieden, dass wir den wirklich 365 Tage im Jahr draußen stehen haben können. Der ist Wind und Wetter und Frostschutz und alles drum und dran. Also da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr drauf. Ich hatte euch ja schon in einer der letzten Vlogs gesagt, wir waren uns nicht so sicher, Pool oder Whirlpool. Ich habe euch auch gesagt, warum Whirlpool auf jeden Fall das Rennen gemacht hat. Eben aus den genannten Gründen. 365 Tage im Jahr einsatzbereit, egal ob es kalt draußen ist oder ob es warm ist. Also wirklich perfekt. Wir haben uns jetzt hier für diesen Bergen entschieden. Und das ist einer für 6 Personen. So sieht das gute Stück aus. Und ich würde sagen, wir packen den mal aus, pumpen den auf, beziehungsweise er pumpt sich selber auf. Mega genial. Aber wie gesagt, Eckdaten kommen immer wieder mal nach und nach. So, wir haben jetzt mal alles ausgepackt. Ich habe hier übrigens noch ein bisschen was an Zubehör, das zeige ich euch auch noch. Aber das hier brauchen wir jetzt. Und zwar sind es solche Schutzmatten. Die werde ich vorher auf den Untergrund stellen, damit es auch ein bisschen weicher einfach ist und der Boden geschützt ist. Also die werde ich gleich mal auslegen. Die sind auch von Emsbar. Und das hier war jetzt alles mit drin. Also hier der Pool einmal so eingerollt. Der war hier nochmal in so einer Schutzhülle. Das heißt, den kann man auch so wieder zusammenrollen, da reinmachen und schön verstauen. Und hier jetzt das ganze Zubehör samt Abdeckplane natürlich. Genau, mein Kleiner holt hier schon mal so ein bisschen Zubehör raus. Das werden wir auch gleich alles mal rausholen. Aber jetzt erst einmal den Pool aufpumpen. Beziehungsweise ich werde erstmal den Untergrund machen und dann den Pool aufpumpen. So, wir haben den Untergrund jetzt vorbereitet. Also die Platten sind auch richtig schön groß. Also die hier haben schon ausgereicht. Wir haben den Pool jetzt einmal aufgemacht. Und hier ist jetzt einmal der Kabel drin, womit das Ganze natürlich mit Strom versorgt wird. Wir haben hier auch die Fernbedienung, womit alles gesteuert wird. Ja, ich würde sagen, wir stellen den mal dahin und blasen den mal eine Runde auf. So, wir haben uns fleißig die Anleitung durchgelesen. Also los geht's einmal. So, Stecker in die Steckdose. Dann hatten wir jetzt diesen schwarzen Schlauch hier angeschlossen. Einmal hier ran, einmal hier ran. Und das Ganze kann jetzt aufgepumpt werden, indem man auf die Taste Bubble drückt. Yay! So, das Ganze pumpt sich jetzt von alleine auf. Man sieht hier auch so einen gelben Knopf, der da rausguckt. Hier ist auch nochmal beschrieben. Wenn der nämlich weiter rauskommt, dann weiß man, wann es sozusagen genug ist oder wann es schon zu viel ist. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und wenn das genug ist, dann drückt man wieder auf den Knopf Bubble und dann ist es fertig. Also mega genial. Man muss hier keine extra Pumpe oder sowas benutzen, sondern das Ganze macht es ganz automatisch. Gelb ist jetzt einmal komplett draußen. Jetzt hat man schon fast das Grüne gesehen. Deswegen, ich habe jetzt einmal hier wieder auf Bubble gedrückt. Und jetzt ist das Ganze aufgepumpt. Wahnsinn. Ist auf jeden Fall größer als gedacht. Wunder, wunderschön. Es gibt die übrigens in verschiedenen Farben. Wir haben uns jetzt hier für dieses Blau entschieden. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Mega, mega, mega. So, der Pool ist jetzt vollständig aufgepumpt. Es sieht so mega aus, also richtig genial. Wir haben jetzt hier noch die Filterkartusche, die kommt jetzt hier noch drauf, damit auch das Wasser schön gefiltert wird. Dann muss man noch darauf achten, dass hier der Stöpsel natürlich zu ist und dann kann man schon anfangen, das Ganze zu befüllen. Wenn man direkt ins warme Wasser möchte, wäre es gut, immer mal wieder auch lauwarmes, heißes Wasser dazu zu kippen und nicht nur kaltes, weil wir haben hier natürlich nur einen Kaltwasseranschluss. Mal gucken, ob ich ein bisschen warmes Wasser von drin immer mal hole. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis das ganze Ding hier einmal befüllt ist. Aber der Lias wird da Spaß dran haben. Ja, drück weiter. Feste.
So, es wird langsam. Es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Hier ist auch eine Anzeige mit Minimum und Maximum. Ich denke, wir werden es kurz vom Maximum auf jeden Fall machen, dass wir hier einen richtigen schönen Blubberbad dann auch haben. Thank you. Boah, mega. So, der Pool ist jetzt einmal befüllt. Wir haben jetzt bei Minimum aufgehört, weil es sinkt hier bei uns ein kleines bisschen ab. Deswegen ist hier so ein bisschen mehr Wasser an der Seite, aber es ist wirklich minimal. Wir haben hier noch so einen Teppich davor gemacht und haben jetzt schon ein paar von den Zubehörteilen mal dazu gemacht. Zeige ich euch aber später genau. Wir wollen den jetzt erstmal aufheizen. Das dauert nämlich tatsächlich ein paar Stündchen. Wir haben hier einmal so eine Abdeckung, die kann da drauf. Das wirklich, es gibt ja auch die normale schwarze Abdeckung, da ist sie noch. Zeige ich euch gleich. Auch hier wirklich mit so Sicherheitsschnallen, dass die Kinder die auch nicht einfach irgendwie aufreißen können. Also auf jeden Fall super sicher. Wenn man nur die schwarze drauf macht, dann geht trotzdem das Wasser wird ein bisschen schneller kalt, als wenn man hier noch so ein Ding dazwischen hat. Dadurch wird die Wärme auf jeden Fall nicht so schnell verschwinden. Es wird ein bisschen länger warm gehalten, durch eben, weil es auch so ein relativ dickes ist auch einfach nur aufgepustet. Das werden wir jetzt hier drauflegen. Dann die Abdeckung drauf. Und dann geht es eigentlich nur an die Fernbedienung auf heiß stellen. Zeige ich euch auch gleich. Wir haben hier noch eine Palme hingestellt, weil es süß aussieht. Haben wir hier ein kleines bisschen Urlaubsfeeling. So, die Abdeckung ist einmal komplett drauf. Hier auch mit den Schnallen. Die kann man auch nochmal fester ziehen, wenn man möchte. Also es ist wirklich safe, dass da nicht irgendwie ein Kind reinrutschen kann. Beziehungsweise auch so natürlich, dass es geschützt ist vor Wind und Wetter, dass da nicht so reinfliegt. Wir haben jetzt hier die Fernbedienung, wir werden das Ganze mal hochfahren. Also ich drücke hier auf Heizen. Und dann kann man hier auf Up oder Down gehen. Also ich gehe hier auf 38 Grad. Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera sieht, weil in echt leuchtet es einfach nur. Aktuell sind es 13,5 Grad. In der Kamera blinkt es irgendwie. Also 13,5. Jetzt habe ich es auf 38 und das Ganze lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie lange das aufheizt. 1 Stunde 50 ist jetzt vergangen und der ist jetzt auf 18 Grad. Also gut, wirklich gut, muss man echt sagen. Man sagt ja im Schnitt brauchen solche Whirlpools ungefähr für eine Stunde circa 2 Grad. Aber der hier ist ganz schön flott, muss ich sagen. Ich dachte, ich friere mir dann oben rum einen ab. Aber nein, durch den Wasserdampf ist die Blubberfunktion ist auch wirklich 1A. Das ist richtig, richtig schön. Drumherum, unten sind ja so kleine Löcher gewesen. Und da kommt überall die Blubber raus. Also es ist nicht nur punktuell an manchen Stellen, sondern einmal rundherum. Also mega, ich bin verliebt. Ihr Lieben, ich wollte noch mal ein paar Daten und Fakten zum Pool geben. Heute ist es leider ein bisschen windig und kühl draußen, deswegen dachte ich mir, ich setze mich mal hier hin. Ihr seht das gute Stück. Ich habe extra jetzt noch mal ein paar Tage gewartet. Wir haben den Pool jetzt öfter in Gebrauch gehabt und getestet, gemacht, getan. Meine Mama war auch schon drin und meine Schwester und sogar unser kleiner Elias. Also wir hatten jetzt auf jeden Fall schon öfter in Gebrauch und deswegen kann ich nicht nur so ein First Impression geben, sondern mal ein richtiges Feedback geben. Aber vorab erstmal so ein paar Daten, Fakten, was wahrscheinlich auch viele interessiert, was kann er überhaupt und, und. Also der Pool, da habe ich die meisten Fragen zu bekommen, als ich gesagt habe, dass wir uns einen Pool geholt haben.
Und zwar, der ist von M-Spa. Und die Marke M-Spa gibt es ganz exklusiv bei Miveba. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken, den direkten Link zu diesem Pool. Der Pool nennt sich übrigens Bergen, das ist das Modell, aber ich werde euch unten alles nochmal hinschreiben, den direkten Link hinsetzen. Der ist, den gibt es hier in diesem Anthrazit und oben habt ihr ja gesehen, bei uns ist es so blau und es gibt aber auch noch eine zweite Farbe, wo der obenrum auch in so einem Silber-Anthrazit halt eben ist. Ansonsten, wie man gesehen hat, ist es ein aufblasbarer Pool, wo 6 Personen oder bis zu 6 Personen reinpassen. Für Garten und Outdoor praktisch geeignet. Mit einer Antifrost-Funktion, ganz wichtig, so könnt ihr den Whirlpool wirklich das ganze Jahr über genießen. Wenn es draußen regnet, schneit, kalt ist, könnt ihr euch in die Wärme setzen. Das haben wir die letzten Tage gemacht. Wir haben ja das totale Aprilwetter irgendwie, obwohl wir im Mai angekommen sind. Es ist super kalt die letzten Tage, ständig am Regnen. Und ich muss sagen, gerade als wir da im Pool saßen, als es so richtig geregnet hat, das war schon sehr genial, muss ich wirklich sagen. Also schon irgendwie ein cooles Feeling, wenn es draußen so ein bisschen windig ist und ein bisschen kühler ist, man sich dann in diesen heißen Whirlpool setzt. Oh mein Gott. Der geht übrigens bis zu 40 Grad, kann man den einstellen. Also natürlich auch weniger, auch im Sommer kann man den natürlich kühl genießen, wie man möchte. Was auch richtig genial ist, der Whirlpool verfügt über die neueste UVC-Desinfektion, also so ein Desinfektionssystem. Viren und Mikroorganismen werden in einer Sterilisationskammer einfach beseitigt. Ihr habt ja auch die passende Fernbedienung dazu gesehen, die ist ja am Pool integriert. Das heißt, ihr habt es ja schon gesehen, über diese Fernbedienung konnte man ganz easy den Pool einfach aufpusten. Also wie genial ist das denn? Man muss da nicht mit irgendeiner Pumpe stehen und lospumpen, sondern man drückt einfach nur das Knöpfchen und das Ganze pustet sich allein auf. Also mega, mega genial und das ist ja wirklich, das hat irgendwie noch nicht mal 2 Minuten gedauert. Also es ging super schnell, easy, einfach. Und über die Fernbedienung kann man auch alles andere steuern, wie zum Beispiel natürlich die Blubberfunktion. Dass man ein richtiges Whirlpool-Feeling auch hat. Also die ist übrigens mega genial. Es gibt die kleinen Löcher, wo die Blubberblasen dann rauskommen. Und das ist nicht separat an ein. Also man kennt es ja so vom Schwimmbad, dass man in so Whirlpools geht und dann hat man alle, keine Ahnung, wie viel Zentimeter mal so eine Düse sozusagen, die dann da so rausschießt. Bei dem Whirlpool ist es so, dass drumherum wirklich diese Löcher sind, unten im Bereich. Im Zentimeterabstand, das heißt wirklich der komplette Pool ist mit Blubberblasen gefüllt, egal wer wo sitzt, jeder kriegt mehr als genug ab, also das finde ich sehr, 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 sehr nice. Und über die Fernbedienung kann man natürlich die Hitze steuern und alles drum und dran. Es gibt sogar eine Timer-Funktion, wo man 99 Stunden vorher alles einstellen kann, dass man vorher schon planen kann, wann man den Pool benutzen möchte. Also es ist halt eben so, dass wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht abends in einen heißen Pool reingehen, man muss den natürlich vorher aufwärmen. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Außentemperatur gerade ist. Wenn es draußen wirklich Minusgrade sind, dann ist der Pool natürlich ein bisschen runtergekühlt. Es sei denn, ihr lässt den dauerhaft irgendwie laufen auf eine Temperatur. Oder es ist draußen vielleicht ein bisschen wärmer, gerade im Sommer, dann hat der Pool ja auch eine gewisse Temperatur, dann dauert es nicht so lange. Man sagt, im Durchschnitt da braucht es ungefähr 1 Stunde für 2 Grad Erwärmung. Und so hatten wir auch das Gefühl, wobei es manchmal sogar ein bisschen flotter ging. Also aber so im Durchschnitt 2, 2,5 Grad war es ungefähr, dass er pro Stunde aufgeheizt hat. So, jetzt musste ich hier gerade mal die Lichter anmachen. Draußen ist es nämlich gerade wieder am Schütten und es ist alles zugezogen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, 2 Grad pro Stunde ungefähr. Also es ist ein absolutes Schnellheizsystem. Generell ist der Pool halt eben wirklich neu auf dem ganzen neuesten Standard, egal ob es die Technologie an sich ist, ob es eben das Heizsystem ist. Generell der Aufbau mit einem Knopf nur zu drücken, das wurde eben auch alles verbessert. Und halt eben diese hohe Sauberkeitsstufe durch das UVC-Desinfektionssystem. Und was ich auch sehr, sehr, sehr genial finde, gerade wenn man mit Kindern reingeht, der Boden ist absolut rutschfest. Man geht da nicht rein und fängt an rumzurutschen, wie man es auch so... wir hatten letztes Jahr hier so einen kleinen Mini-Baby-Planschbecken aufgebaut und ich habe meine Jungs da nie ohne Schuhe reingehen lassen. Und ich habe noch überlegt, in denen, ob der Lias dann immer mal wieder mit so Rutschschuhen reingeht.
überhaupt nicht notwendig. Also ein richtig schönes, also schöner Anti-Rutschboden und auch schön dick. Also wir haben ja unsere Platten noch drunter gemacht. Es wäre theoretisch nicht notwendig gewesen. Der hat überhaupt keinen dünnen Boden. Also da ist wirklich genug Polster, dass man da wirklich gemütlich sitzt und nicht das Gefühl hat, man küsst den Boden sozusagen, die Steine überhaupt nicht. Ist super, super gemütlich und angenehm. Generell der ganze Pool. Dadurch, dass er ja nicht ein hartes, also ein hartes Material hat, sondern so weich ist, ist es super angenehm. Wir hatten ja auch noch das Zubehör dazu, wo man halt eben so ein Nackenkissen, Nackenstütze hat. Auch die super, super weich und angenehm vom Material. Also das ganze Zubehör, das bekommt ihr auch alles bei Miveba. Generell nicht nur der Boden, sondern auch der komplette Whirlpool, die Innenbeschichtung ist antibakteriell, sodass sich irgendwelche Bakterien und Keime und so weiter gar nicht irgendwie reinfressen können. Durch die besondere Innenbeschichtung wird nämlich die Keimbildung bis zu 99% reduziert. Also mega genial, Badespaß ohne Bedenken kann man da haben. Und nochmal kurz zum Antifrost-System. Das finde ich nämlich unglaublich wichtig und das ist einfach auch das Praktische oder das Geniale an Whirlpools, dass man sie wirklich 365 Tage im Jahr genießen kann. Das war ja mir sehr wichtig, weil wir standen ja vor der Entscheidung Pool oder Whirlpool und hat eigentlich relativ schnell der Whirlpool das Rennen gemacht, weil einfach aus dem Grund, man kann es wirklich das ganze Jahr benutzen. Im Sommer kann man das gekühlte Wasser genießen und im Winter oder an schlechteren Tagen eben schönes warmes Wasser und halt eben auch eben diese Blubberfunktion. Das ist das, was auch einen natürlich ja auf jeden Fall überzeugt. Es hat so eine schöne Massage, so ein schöner Massageeffekt. Also mir hat das, ich bin jemand, der so gefühlt jeden Tag mit Rückenschmerzen rumrennt. Das hat so gut getan an den Abenden, wo man so richtig schön massiert wird durch diese Blubberblasen und die sind ja wirklich 360 Grad, also wirklich rundherum überall blubbert raus, also mega, mega genial. Und ja, dadurch, dass eben dieser Whirlpool jetzt eine Antifrostschutz hat, das bedeutet übrigens, wenn die Außentemperatur so kalt ist, dass der Pool auf 1 Grad runterkühlt, dann geht der automatisch an und heizt sich auf 3 Grad hoch, also wirklich nur diese 2 Grad, damit er eben nicht gefriert. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man irgendwann mal abends oder generell rausgeht und sieht, oh Gott, der Pool ist irgendwie gefroren, kaputt oder sonstiges. Also der hat wirklich sein Antifrostschutzsystem, dass ihr da keine Sorgen haben müsst. Der heizt dann kurz mal 2 Grad hoch und dann ist alles safe, dass da nichts passiert. Ja, falls der ein oder andere jetzt Fragen haben sollte, wie wird so ein Pool denn gereinigt? Also generell ist es so, dass Pools, Whirlpools einfach wirklich ja viel Pflege sozusagen brauchen. Bei diesem Whirlpool ist es allerdings so, der hat so viele Systeme schon integriert, dass man einfach einen minimalen Zeitaufwand eigentlich nur noch hat. Es ist so, dass da ein, bei der Fernbedienung ist es so, dass ein Reminder mit integriert ist, der einen erinnert, ungefähr einmal wöchentlich, dass man die Filterfunktion aktivieren soll. In dem Pool, ich habe es euch ja gezeigt, beim Einbauen ist ja ein Filter mit drinne und der wird so ungefähr einmal die Woche, es kann auch zweimal die Woche sein, je nachdem, wie häufig man das Ganze eben auch benutzt. Und der erinnert einen, wann man das Ganze aktivieren soll und der filtert und reinigt dann eben das Wasser. Und so bleibt der Pool natürlich lange Zeit einfach frisch und sauber und auch klar. Was mir persönlich unglaublich wichtig gewesen ist, ist, dass so ein Whirlpool eine wirklich 100% sichere Abdeckung hat, dass ich auch unbeaufsichtigt meine Kinder hier draußen spielen lassen kann, ohne zu denken, die machen da irgendwie, hantieren da rum und sind plötzlich im Pool drinne. Dieser Pool, wie ihr schon seht, hat eine richtig, richtig schöne Abdeckung. Für mich wirklich die perfekte Lösung. Mir war es halt eben wichtig, dass da nicht irgendwie ein Reißverschluss nur ist, was Kinder definitiv aufkriegen oder einfach nur irgendwie ein Seil, was man zusammenziehen muss oder irgendwie so ein Schnickschnack, sondern ihr seht es schon oder ich habe es euch ja gezeigt, da sind richtige Schnallen, richtige Gurte mit dabei, die man zusammen machen muss. Diese Schnallen, die wurden nämlich verbessert. Das sind nicht welche, die man nur aufdrücken muss und rausziehen kann, sondern das sind welche, die man drücken muss, oben nochmal Knopf drücken muss und dann erst rausziehen kann. Also absolut Kinder safe, safe, safe. Besser geht es überhaupt gar nicht. Und natürlich ist euer Pool dann auch geschützt vor den ganzen Umwelteinflüssen, vor irgendwelchen Sachen, die da reinfliegen, ob es kleine Insekten sind oder sonstiges Zeugs.
Wenn man den aufmacht, ist alles wieder schön clean und rein, ohne dass da irgendwas reingeflogen ist. Und wie gesagt, der wichtige Aspekt, es ist absolut kindersicher oder natürlich auch Tiere und Co. Also es ist ganz wichtig, so eine richtige, gescheite Abdeckung zu haben. Und die ist, wie gesagt, aber auch im Lieferumfang mit enthalten. Falls sich jemand fragen sollte, wie laut denn so ein Whirlpool ist. Also dieser hier hat 70 Dezibel. Das ist um einiges leiser als irgendwelche anderen Standardpools. Man muss trotzdem sagen, das hat natürlich ein gewisse, sind natürlich ein gewisse Geräusche, aber die Nachbarn fühlen sich nicht mehr belästigt dadurch, weil das einfach wirklich um einiges leiser ist als bei anderen Standardpools. Und ansonsten, wenn man den Pool aufheizt oder filtert oder, also ich persönlich, da hört man eigentlich gar nichts. Das ist dann vielleicht mal ein Klick, das ist auf der Fernbedienung bestätigt, aber ansonsten hört man da überhaupt gar nichts. Die Außenmaße vom Pool sind übrigens 2,04 Meter und er ist 70 Zentimeter hoch. Auch die perfekte Maße. Man konnte wirklich ganz in Ruhe drinne sitzen, je nachdem wie hoch man eben das Wasser einfüllt. Da muss man natürlich auch schauen, es gibt ein Minimum und ein Maximum. Also wir haben es jetzt knapp über Minimum und wir saßen da jetzt zu viert drin und da war das Wasser ungefähr beim Maximum. Also wenn man es bis zum Maximum auffüllen würde, dann muss man wirklich schauen, dass das Wasser dann nicht am Ende überschwappt. Also ich würde euch echt empfehlen, erstmal beim Minimum anzufangen und es kommt natürlich auch drauf an, geht ihr regelmäßig alleine da rein oder seid ihr schon ein paar mehr Personen? Da müsst ihr dann einfach schauen, wie hoch das Wasser ist. Aber bei uns war es wirklich perfekt und das Wasser, wenn ich drin gesessen habe, war ungefähr so bis hierhin und wenn man die Blubberfunktion anmacht, dann blubbert es ja schon noch mal ein bisschen höher. Und es war wirklich perfekt gewesen. Hier ist auch noch mal ein bisschen was von unserem Zubehör. Wir haben hier noch den Ocean Generator. Den kann man so eine halbe Stunde, nachdem man im Pool gewesen ist, auch noch mal reinlegen. Der unterstützt einfach noch mal die Keimtötung und auch, ich habe ja schon gesagt, das ganze Material vom Pool hier hat ja dieses UVC-Filtersystem. Und der Pool hat ja von innen so ein antibakterielles Material und das zusammen ermöglicht einfach nochmal, dass man nicht so viel Chemie in den Pool reinhauen muss, weil das ist natürlich nicht gut für die Haut, für die Augen und so weiter. Also da kann man dann, mit sowas ist man da auf jeden Fall besser dran. Und wir haben ja hier zwei Stück von solchen Nackenkissen oder voll so Kopfstützen, würde ich mal sagen. Dann hier, wo man Getränke reinmachen kann, auch auf jeden Fall genial. Und das Ding hier, das liebt mein Sohn so, so sehr. Hier kann man auch Getränke reinmachen und hier ist nochmal so ein Klettverschluss, wo man auch Getränke reinmachen kann oder Flaschen, wie auch immer. Und das schwimmt dann natürlich auf dem Pool rum. Ja, also Fazit, wir lieben diesen Whirlpool. Also eine mega, mega, mega Entscheidung, dass wir uns für Whirlpool und nicht für einen Pool entschieden haben. Das ist einfach genial. Es ist, wie jetzt gerade auch, einfach ekliges Wetter und man kann dann in seinen schönen, heißen Pool reinsteigen. Es ist egal, ob es regnet oder schneit oder kalt ist. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr nice vor, wenn es auch richtig am Schneien ist. Zum Beispiel, wenn man hier drinne sitzt, gemütlich in der Wärme und vor allen Dingen, wie gesagt, bei mir, ich habe halt super die Probleme mit Rückenschmerzen und durch die Blubberblase, man wird einfach so schön massiert. Meine Mama hat es auch so, so gut gefallen und auch meiner Schwester, alle, die bis jetzt hier drin waren, haben gesagt, hey, das ist absolut mega. Also sehr, sehr, sehr genial. Von uns ganz, ganz, ganz große Liebe. Ich werde euch den Pool und die Seite einfach mal in die Infobox verlinken. Ihr könnt einfach mal schauen und euch da alles anschauen. Da gibt es weitere Pools, da gibt es viel mehr Zubehör. Also schaut euch da gerne einfach um, wenn ihr da auch gerade auf der Suche seid. Aber zu diesem speziellen Pool jetzt ganz, ganz, ganz große Liebe. Also den haben wir jetzt wirklich die letzten 1,5, 2 Wochen auf Herz und Nieren getestet und lieben ihn und wollen ihn auf jeden Fall nicht mehr missen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Infovideo zu diesem Pool gefallen. Ich habe euch ja in dem Vlog schon gesagt, ich werde ein separates Video dazu machen, dass ihr wirklich alle Infos habt. Und dann kann ich immer auf dieses Video verweisen, weil ich weiß, da wird einiges kommen. Da kam schon einiges und ihr seid schon so gespannt. Da kamen jetzt schon einige Fragen, auch auf Instagram. Deswegen, ich hoffe, ich habe mit diesem Video alles beantwortet. Falls noch Fragen offen sind, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare oder geht direkt auf die Seite und ja, lest euch einfach mal durch, wenn euch da noch irgendwie was weiteres interessiert. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Vlogs wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.